Hallo zusammen, heute wieder einmal zwei Informationen. Nummer 1, das Video von Finnland, habe ich gestern schon gekocht mit dem Finn zusammen. Ich schaue eigentlich immer, dass ich einen Tag, zwei voraus bin, dass wenn etwas dazwischen kommt, dass wir das Video gleich hochladen können. Ist übrigens mega fein, schaut euch das an. Ich kann Kommentare zu diesem Video erst morgen anschauen und beantworten. Also können das ist schon heute. Aber ich will nicht. Das klingt jetzt böse, ist aber nicht böse gemeint. Aus folgendem Grund. Ich und der ältere Sohn sind eingeladen worden. Heute wieder einmal ein Match vom EHC Auto zu schauen. Und das ist eine Herausforderung, die ich schon lange nicht mehr hatte. Schon ein bisschen im Offen raus. Mit sehr vielen Leuten in einem Kessel zu hocken. Wir sind ein bisschen abgrenzt. Wir dürfen ein Fondue essen. Auf das freue ich mich riesig. Probiere es. Und ist ein Schritt, oder wieder ein Schritt, mehr richtige normales Leben. Möchte ich mich auch herzlich danken, denen, die mich eingeladen haben, oder uns eingeladen haben. Ich sage, nehmen extra nicht. Das heisst, ich will natürlich das Fondue geniessen und auch den Match schauen. Und darum wird ich eben, wie gesagt, Kommentar zum Video von heute Abend, das ich mit dem Finn gemacht habe, erst morgen beantworten oder darauf eingehen. Das zweite, was ich schnell möchte, darauf eingehen möchte, der Weihnachtsmann ist auch ohne Schnee mit dem Schlitten vorbeigefahren und hat Päckchen lokiert. Eins ist vom Ray, da weiss ich ungefähr, was drin ist. Aus Biel, Ray's Allround, Ray on Fire. Das andere von Craft Monkey, da bin ich ziemlich sicher, was drin ist. Und dann noch ein grosses vom Stefano von Bünzli Gewürz, wo ich echt null Ahnung habe, was drin ist. Ich bin noch voll ausgerüstet und er hat auch nichts gesagt, dass er etwas schicken würde. Ich sage diesen dreien auf jeden Fall herzlichen Dank. Was heisst das für euch im Umkehrschluss? Dann müsst ihr jetzt einfach jeden Mittag zuschauen, wie ich ein Päckchen auspacke, bis ich alle ausgepackt habe. Also müsst ihr nicht, aber ihr dürft. Wäre schön. Das erste von diesen Video lade ich den morgen auf. Und das letzte, ja, seht ihr dann. In diesem Sinne wünsche ich einen ganz schönen Freitagnachmittag. Geniesst es und schaut auch ein bisschen Eishockey.